Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Bevor es gleich wirklich um Uhren bzw. eine Uhr geht, kurz noch etwas Persönliches. Ich freue mich wahnsinnig, dass meine Uhrenvideos tatsächlich von für mich so vielen Leuten geschaut werden. Mein erstes Video hat diese Woche die 1000-Klick-Marke übersprungen und die Abonnentenzahl nähert sich langsam der Zahl 100. Mir ist vollkommen klar, dass das in dem YouTube-Universum ungefähr so viel ist wie eine Rundungsdifferenz auf der 14. Nachkommastelle, aber ich freue mich trotzdem darüber, denn es zeigt mir, dass es tatsächlich einige unter euch gibt, die meine Videos gerne und vielleicht sogar als Wiederholungstäter anschauen. So, aber nun zum Thema Uhren, weswegen ihr hier reingeklickt habt. Ich möchte euch heute eine alte Uhr von Sinn vorstellen, die auch nur in einem relativ kurzen Zeitraum vertrieben wurde. Es handelt sich um die Sinn 444, die laut Auskunft von Sinn nur im Zeitraum von 1997 bis 2000 vertrieben wurde. Es gibt noch ein Schwestermodell, das ist die 244, in die damals alle oder fast alle verfügbaren Sinn-Technologien reingesteckt wurden. Das Gehäuse und das Band waren aus Titan, die Uhr war magnetfeldgeschützt und war Chronometer-zertifiziert. Ich werde dies auch im Video kurz zeigen, aber nicht näher darauf eingehen, da es sich hier um die 444 drehen soll. Ein Punkt noch zum Schluss. Ich werde mich bemühen, meine Videos alle kürzer zu machen, denn die Analyse von YouTube zeigt mir, dass bei den längeren Videos viel des Beitrags nicht gesehen wird. Und jetzt viel Spaß bei meiner Neo Vintage Sinn 444. Ja, da sind wir also. Jetzt geht es um die Uhr, also um die Sache an sich. Das ist sie. Meine neue alte, kleine Sinn 444. Ich blende euch, während ich die Uhr vom Arm nehme, die Daten ein, denn einer der Hinweise, die ich erhalten hatte, war, ich möge doch ein klein wenig gründlicher sein und bitte mehr zu der Uhr und zu den technischen Daten bekannt geben. Da ich, was das betrifft, tatsächlich etwas nachlässig war, habe ich Besserung gelobt und hoffe, ihr könnt hier da die Daten zu der Uhr sehen und sie entsprechend einordnen. Das Modell 444 war nach Auskunft von Sinn nur in den Jahren 1997 bis 2000 im Verkauf. Es handelt sich hierbei um das Schwestermodell der 244, die ich im Eingangstext schon erwähnt hatte. Und diese 244 war zur damaligen Zeit ein Technologieträger und diese hier hat all das nicht und ist einfach nur eine kleine Uhr, die damals als Sportuhr verkauft wurde. Was ich sehr gut finde, auch diese Uhr hat bereits die Tauchverlängerung, wenn auch mit einer relativ einfachen Blechklappvorrichtung. Aber sie funktioniert und das ist entscheidend. Auch nach 20 oder etwas über 20 Jahren funktioniert die Schließe noch gut. Natürlich ist das alles ein klein wenig beweglicher geworden und man spürt der Uhr und man merkt der Uhr das Alter an. Aber nichts ist wirklich ausgeleiert und auch das Band hat, wie ihr sehen könnt, vergleichsweise wenig Stretch und wird noch viele Jahre halten. Da ich die Uhr gebraucht gekauft habe, war es ein klein wenig ein Überraschungsei und von wirklich wenigen Punkten und Kanten abgesehen, ist die Uhr in einem erstaunlich guten äußeren Zustand. Auch auf der Kante der Lünette ist nichts Großes zu erkennen, kleinere Kanten und kleinere Ditsche, die muss man bei 20 Jahren im Gebrauch
akzeptieren, denke ich, auch das hier ist nur oberflächlich in der Mattierung und nicht tief drin. Die Zeiger sind nur ganz leicht vergilbt. Und was man auf dem Video vielleicht doch, jetzt kann man es sehen, unterhalb der Strichindizes, ich nehme mal ganz kurz meinen Zeigestab, vielleicht wird es dann etwas deutlicher, unterhalb der Strichindizes sind ganz, ganz kleine Leuchtpunkte angebracht, wobei ich hier sagen muss, ehemalige Leuchtpunkte, denn nach der Zeit ist die Leuchtkraft auf 2 bis 3 Minuten limitiert und danach wird es dunkel. Was ich sehr schön finde, ist das schwarze Datum. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber ich finde, es verleiht der Uhr ein sportliches Erscheinungsbild und passt insgesamt wunderbar zu diesem schönen Ziffernblatt. Die Rückseite hat den Glasboden, sodass man das Werk betrachten kann, auch wenn das Werk als solches jetzt nichts Außergewöhnliches ist. Ich finde es sehr schön. Was ich ebenfalls wirklich toll finde, ist, dass die Uhr sehr flach ist und sich extrem angenehm trägt, wozu auch das dünne und relativ leichte Band beiträgt. Auf der negativen Seite zu diesem Neuerwerb muss ich sagen, leider hat das Werk bzw. die Krone mindestens einen kleinen Schaden, denn wenn ich sie aufziehe, rutscht die Krone leider immer durch. Man kann es ein klein wenig sehen, sie steht auch ein bisschen schief. Ich vermute, sie hat mal einen Schlag bekommen, deswegen wird die Uhr nach diesem Video relativ zeitnah in Revision gehen. Das muss man einkalkulieren, wenn man alte Uhren gebraucht kauft und keine Chance hat, sie vor dem Kauf live zu begutachten. Zu der Uhr gibt es neben dem Stahlband auch Metalladapter für das Lederband. Da oben seht ihr ein Beispiel. Und erstaunlicherweise konnte ich diese bei Sinn nach dieser langen Zeit noch neu bestellen. 15 Euro pro Adapter, 30 für das Set. Ich bin wirklich sehr begeistert, dass diese Teile für einen so langen Zeitraum gelagert werden und dann auch noch zu wirklich kommoden Preisen verkauft werden. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude an der Uhr wie ich. Sie wird mit Sicherheit mehr als nur einmal an den Arm kommen und vielleicht seht ihr sie an meinem Arm in diversen sozialen Medien oder Foren ab und zu einmal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt gerne den Daumen nach oben, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt. Bis dahin, euer WatchMaxe.